Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach der Begegnung unserer Wumba Moskitos gegen die Rostock Piranhas. Und das erste Wort gebührt unserem Gästecoach. Dankeschön. Glückwunsch für einen Sieg. Ja, also ich denke, also jeder hat das gesehen, die ersten Drittel. Wir wollen ganz einfach neben der Kappe. Fakt ist, wir sind in Stau gestanden, wir sind zu spät ins Spiel gekommen, schnell aufs Eis und wir wollen ganz einfach schlecht vorbereiten für die ersten 10 Minuten. Fakt ist, der letzte 40 Minuten, wir haben das Spiel ein bisschen umdrehen können. Staut, Sebastian? Ja, wir haben 41 Mal auf den Tor geschossen, Herr Long, und Sebastian war sehr gut hinter dem Tor. Die ersten zwei Tore in der ersten Drittelstation waren zwei grobe Fehler. Also, der erste war ein ganz grober Fehler, ein Eingang am Tor. Dann haben wir einen Strafseck gemacht und das war ein Zahltreffer. Und das letzte war also wieder ein Eingang. Also, wenn du sowas machst, auswärts, du gibst der Gegner drei Tore Vorsprung, es ist dann schwer zu punkten. Und unsere Mannschaft hat das ganz einfach heute in der ersten 10 Minuten eine Weihnachtstaktik gespielt. Aber naja. Fakt ist, wir sind in Stau gestanden, es sind keine Ausrede, aber es ist so, wie es ist. Glückwunsch nochmal und Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Gratulation. Ich sehe es genauso, weil ich habe es meiner Mannschaft auch gesagt. Das ist immer wichtig, wenn man pünktlich ankommt. Das ist halt für Trainer ist das Wahnsinn. Du trainierst 5-6 Mal die Woche und kommst dann zu spät zum Spiel. Das sind Schichten, die gehen einfach nicht. Du kannst nicht erwarten von einer Mannschaft, die zu spät hier ankommt, dass die von Beginn an im Spiel ist. Als wir uns für den Warmmachen fertig gemacht waren, dann kamen die einzelnen Spieler noch aufs Eis. Ja, und das ist zu Recht, dass wir das 3-0 vorne haben. Und man muss punktlich ankommen, das sage ich auch immer. Das ist dann auch nicht so professionell. Als Trainer stehst du da, bist du machtlos bei solchen Geschichten. Und das ist halt so. Ja, dann haben wir 3-0 geführt am ersten Drittel. Die Tore, ja, zwei Sachen sind uns geschenkt worden ein bisschen. Schussverhältnis war trotzdem gleich. Im zweiten Drittel war es genauso. Dann muss man auch sagen, da muss ein André Pires und der ein oder andere, der muss auch, wenn er mit 3-4 Toren heute vom Eis geht, dann sagt auch keiner was, hat aber nicht den Lauf zur Zeit, den er haben müsste. Und dann kommt ein Torenspiel, das ist das, was ich auch immer sage, wenn es uns gut geht, wenn wir vorne sind, dann fangen wir wieder an, den Gegner anzufüttern. Ja? Und das haben wir in Duisburg gemacht, haben 6-2, das haben wir heute gemacht und da muss man aber auch sehen, Rostock ist keine Laufkundschaft, das ist eine sehr, sehr starke Mannschaft, die hier auch mit 4 Blöcken komplett antritt und wenn man die erste Reihe von denen sieht, die steht unserer ersten Reihe gar nichts nach, im Gegenteil. Und da muss man froh sein, wenn man dann dieses Spiel dann auch gewinnt, 3-0. Wir haben einen Shutout gehabt heute, Sonderlob gebe ich auch. Wir kennen auch das ganz klar unseren Torwart Sebastian Staudt heute. Der habe ich auch Kabine gar nicht gesagt, ich habe nicht eine kleine Unsicherheit bei ihm heute gesehen. Er hat gestanden da ganz souverän, ohne Show und alles. Absolut 1A. Eine Torwartleistung kann man sich nicht besser wünschen als Trainer. Torwart gehört dann zur Mannschaft und heute hat er uns, denke ich, dann das Spiel auch sicher nach Hause gebracht. Hätte enger werden können, 3-0 entspricht nicht dem Spielverlauf, aber Tore musst du schießen und wir nehmen das gerne mit. Ich glaube, das ist der 8. Sieg im 9. Spiel. Sind auf einem ganz guten Weg, jetzt fahren wir nach Leipzig. Und ja, da versuchen wir auch. Das ist ja ganz schwer für uns, eine krasse Außenseiter jetzt, Konstellation. Aber wir versuchen da auch was. Ich bin jetzt erstmal froh, dass es so gelaufen ist. Tilsch wird wahrscheinlich ausfallen, der hat eine Brustmuskelzerrung, der war raus nach 10 Minuten, dritten Drittel. Müssen wir auch kompensieren, aber dann werden wir Fiedler als Center spielen lassen in der Reihe. Ja, das ist normal, die Ausfälle hat jede Mannschaft mal und wie gesagt, der Ist-Zustand ist gut, die letzten Wochen immer gleich. Und da kann er sich drauf aufbauen. Dankeschön. Ja, Frage, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Fennis, dir viel Glück in der restlichen Saison, gute Heimfahrt. Wir sehen uns wieder nächste Woche Freitag hier am Westbahnhof, 20 Uhr gegen die Harzer Falken. Ihnen allen einen schönen Start ins Wochenende. Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön. Darf ich durch?